Jetzt werden wir eine Velouté herstellen, eine Fisch-Velouté. Das ist ja eine weiße Grundsoße auf Basis von Fischfond und letztendlich mit einer Mehlschwitze zur Bindung gebracht. Dafür machen wir eine Mehlschwitze aus Butter und Mehl. Der Krüger wird jetzt mal zeigen, wie das geht. Das ist 60 Gramm Butter und 80 Gramm Mehl auf 1 Liter Brühe, in diesem Fall wie gesagt der Fischfond. Dabei lassen wir erst die Butter zerlaufen und wenn die zerlaufen ist und das Blubbern anfängt, packen wir das Mehl da rein, dass das Mehl auch ein bisschen mitschwitzt, deswegen heißt das Mehlschwitze, dass die Stärke dann auch bindet und nachher auch den Fond vernünftig binden kann. So, die Butter blubbert schön, das ist immer ein Zeichen, dass die heiß genug ist und können dann jetzt das Mehl auf einmal da reinschütten, verrühren, überall am Rand nochmal mit hergehen und dann muss das wirklich schwitzen. Das heißt, wir rühren immer rum, dass die Stärke so ein bisschen verkleistert, dass wir hinterher eine schöne Bindung bekommen. Das Ganze darf ruhig so ein, zwei Minuten dauern, dass das auch wirklich schwitzt. Soweit geschwitzt hat, die Flüssigkeit alles auf einmal da rein und dann unter ständigem Rühren aufkochen, dass uns das nicht anbrennt. So, jetzt sind einige Minuten vergangen. Der Krüger zeigt mal durch Rühren, kann man glaube ich ganz schön sehen, dass es schon ein bisschen samtiger geworden ist. Das heißt, die Bindung fängt an einzusetzen und wir werden es aber jetzt noch weiter erwärmen. Und dann könnt ihr sehen, dass die Bindung noch etwas zu. Wie ihr seht, kocht das jetzt. Ich rühre das noch ein bisschen rum. Das muss jetzt so zwei, drei Minuten noch vor sich hin köcheln. Und das ist nur eine Grundsoße, die dann zur Verwendung für weitere Soßen, wie zum Beispiel eine Weißweinsoße, Kräutersoße, Safransoße oder sonst auch, was man für Ableitung hat, mitbenutzen kann.